Der Titan. Der Mann hat nicht nur gegnerische Stürmer in die Hose machen lassen, sondern sogar seine eigenen Teamkollegen in Angst und Schrecken versetzt. Ein großartiger Motivator und Sieger. Wir werfen heute einen Blick auf seine aggressive Spielweise, seine unglaublichen Reflexe und Paraden, aber auch seine dunkle Seite. Wir werden uns heute genauer seine körperlichen und technischen Fähigkeiten ansehen, aber auch seine mentale Stärke und seine Persönlichkeit. Also seid gespannt, lasst uns gleich starten. Was los? Was ist 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 los? Seine Präsenz auf dem Spielfeld war beängstigend, seine Leistungen als Torhüter legendär. Stell dir vor, du bist Stürmer, mit dem Ball auf dem Weg zum Tor und du siehst, wie ein Terminator im Fußballtrikot auf dich zurennt. Was würdest du tun? Der Torhüter des Grauens, einer der besten weltweit, eine Legende des deutschen Fußballs und Angstgegner aller Stürmer. Es gibt eine Position im Fußball, bei der Nerven aus Stahl genauso wichtig sind wie Agilität und die Fähigkeit, Schüsse zu stoppen. Der Torwart. Oliver Kahn war nicht einfach nur ein Torwart, sondern der Titan. Warum? Schau dir einfach die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 an und du wirst verstehen. Er war ein Koloss, ein echter Krieger zwischen den Pfosten. Seine Athletik, blitzschnelle Reflexe und überragende Lufthoheit machten ihn einzigartig. Doch was ihn wirklich herausragen ließ, war seine mentale Stärke. Mit einer dominanten Präsenz auf dem Platz hatte er die Fähigkeit, sein Team zu mobilisieren und die härtesten Gegner einzuschüchtern. Oliver Kahn wurde am 15. Juni 1969 in Karlsruhe geboren. Er entwickelte früh eine Leidenschaft für den Fußball. Kein Wunder, denn seine Eltern waren begeisterte Fußballfans. Sein Vater, Rolf Kahn, spielte sogar professionell in der zweiten Bundesliga. 1975 begann Kahns Fußballkarriere, zunächst als Feldspieler in der Jugendmannschaft des Karlsruher SC, wechselte aber später ins Tor. Kahns Talent wurde früh entdeckt. Sein Bundesliga-Debüt gab er mit im November 1987. Seine Zeit beim KSC war von Erfolg gekrönt. Er war ein wichtiger Teil des Teams, das in den 90er Jahren zu einem der besten Teams Deutschlands wurde. In den Saisons 92, 93 und 94, 95 landete Kahn mit dem KSC jeweils auf Platz 6 in der Bundesliga. Die beiden besten Platzierungen in der Vereinsgeschichte. 94 dann, der Wechsel für eine Ablösesumme von 4,6 Millionen Deutsche Mark zu den Bayern, wo er bis zum Ende seiner Karriere im Jahr 2008 spielte. Dort gewann er alles, was es zu gewinnen gab. Die Champions League, den UEFA Cup und den Intercontinental Cup sowie 8 nationale Meisterschaften und 6 nationale Pokale. Von 1995 bis 2006 stand er bei 86 Länderspielen im Tor der deutschen Nationalmannschaft, wurde mit ihr 1996 Europameister und 2002 Vize-Weltmeister. 99 bis 2002 war der Beginn einer großen Karriere für Oliver Kahn. Er wurde zu einem der besten Torhüter aller Zeiten und gewann mit dem FC Bayern München zahlreiche weitere Titel. Kahns Leistungen waren ein wichtiger Faktor für den Erfolg des FC Bayern München. Der Verein gewann in dieser Saison die Deutsche Meisterschaft und den UEFA Cup. Im Jahr 2000 wurde Kahn zum Fußballer des Jahres in Deutschland ernannt. Das erste Mal seit fast 2 Jahrzehnten, dass ein Torhüter diese Auszeichnung erhielt. Zu diesem Zeitpunkt galt Kahn bereits als der beste Torhüter der Welt. Die Saison 2000-2001 war für Oliver Kahn besonders herausragend. Er bestritt alle 34 Ligaspiele und hielt in beeindruckenden 21 Partien den Kasten sauber. Außerdem gewannen sie den 3. Bundesligatitel in Folge und einen weiteren deutschen Ligapokaltitel. Aber am wichtigsten ist, dass Kahn und Bayern München im Jahr 2001 endlich den Champions-League-Titel gewannen. Er wurde 3-mal zum Welttorhüter des Jahres gewählt und erhielt im Jahr 2002 als erster und bisher einziger Torhüter den goldenen Ball für den besten Spieler der Weltmeisterschaft. Oliver Kahns Karriere als Torwart war geprägt von seinem ungebrochenen Wettbewerbsgeist, Führungsqualitäten und Hingabe zum Spiel.
Sein Ehrgeiz und seine Entschlossenheit, das Beste aus sich herauszuholen, waren unverkennbar. Er war bekannt dafür, seine Mitspieler zu motivieren und zu inspirieren, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Khan war auch dafür bekannt, ein Perfektionist zu sein, der hart an sich selbst arbeitete und sich selbst hohe Standards setzte. Er war oft sehr kritisch mit sich selbst und er nutzte auch seine Wut und seinen Perfektionismus, um sich selbst zu motivieren und seine Leistung zu steigern. Ein genauerer Blick auf Khans Mentalität zeigt, wie er mit Wut und Perfektionismus umging. Interviews mit Khan enthüllen, dass er mit inneren Konflikten kämpfte, einem Drang, ständig das Beste zu geben. Die Frustration, wenn er seine eigenen Erwartungen nicht erfüllte, trieb ihn jedoch an, ständig an sich zu arbeiten. Dieser Blick hinter die Kulissen vermittelt ein tieferes Verständnis für den Spieler hinter der Fassade des unbezwingbaren Titans. Im Jahr 2000 begann Khan mit der Arbeit mit einem Sportpsychologen, um seine Wutausbrüche in den Griff zu bekommen. Unter der Anleitung des Sportpsychologen lernte Khan, seine Emotionen auf gesunde Weise zu kanalisieren. Er entwickelte Techniken, um sich zu entspannen und sich auf das Spiel zu konzentrieren, auch wenn er unter Druck stand. Khans Arbeit mit dem Sportpsychologen hatte einen transformativen Effekt auf seine Karriere. Er wurde ruhiger und selbstbewusster und seine Leistung verbesserte sich sprunghaft. Khan selbst sagte einmal: "Der Sportpsychologe hat mir geholfen, meine Emotionen zu kontrollieren und mich auf das Spiel zu konzentrieren. Er hat mir geholfen, der Torhüter zu werden, der ich bin." Oliver Khans emotionales Management zeigte sich in vielen entscheidenden Momenten seiner Karriere. Ein Beispiel ist das Champions League-Finale im Jahr 2001 gegen Valencia, in dem er nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Elfmeter hielt. Sein ungebrochener Wettbewerbsgeist war nicht auf das Spielfeld beschränkt. Khan nahm diese Einstellung mit in jedes Training, jede Vorbereitung und jedes Spiel. Soll ich dir was sagen? Olli Khan. Ja? Ja. Echt? Ja. Hat er dich so aufgenommen in den Kreis oder wie? Nee. Man kannte ja Olli so von Bayern München wirklich so richtig aggressiv, ja, und hat die Spieler beschimpft und alles Mögliche. Und ich hatte wirklich eine Szene im Kopf, wo wir 4 gegen 4 gespielt haben und ich einen abgelassen habe und habe schon gejubelt. So, ja, der ist drin. Auf einmal kam der auf mich zugelaufen und hat geschrien: "Hier ist der Ball, der ist nicht drin. Komm her!" So, und ich dachte, ach du Scheiße. Ja, wirklich so richtig. Ja, vor allem, man hat auch diesen Blick von Olli Khan, ja, gerade vor sich. Genau. Und dann dachte ich so, Alter, was ist denn mit ihm denn so los, ne? Ja. Beim Essen neben mir Witze erzählt, umarmt und gelacht. Und da dachte ich so, also man, das ist Olli. Weißt du, so locker, so. Ja. Aber zwei Gesichter eigentlich. Ja, ne? Aber das ist doch, ich finde das gut. Wenn du auf dem Platz ein ganz anderer Typ bist, als wenn du auf dem Platz bist, nur am Lachen. Ja. Und beim Essen bist du auch am Lachen. Nein, er konnte es unterscheiden. Training wie Freizeit. Stark. Selbst in Trainingseinheiten forderte er das Maximum von sich selbst und seinen Teamkollegen. Seine Haltung beeinflusste nicht nur die Spieler, sondern prägte auch die Teamkultur für Höchstleistungen. Khan war ein Vorreiter im modernen Torwartspiel. Aggressiv im Herauskommen, ein Motivator für Verteidiger. Sein Erbe in der Fußballwelt ist unbestritten. Ein revolutionärer Torwart, eine Legende. Nach seinem Rücktritt vom Profifußball wurde Khan TV-Kommentator und 2021 CEO von Bayern München. Seine Amtszeit war von Höhen und Tiefen geprägt, mit Kritik für sportliche Misserfolge und Führungsstil. Fans, einst begeistert von seinen Paraden, waren nun enttäuscht, besonders wegen Misserfolgen und Fehlentscheidungen, wie die Art und Weise und der Zeitpunkt der Entlassung von Nagelsmann. 2021. Trotz seines Scheiterns als CEO wird Khans glanzvolle Karriere in Erinnerung bleiben. Er war einer der besten Torhüter aller Zeiten und wird als eine Legende des Fußballs in die Geschichte eingehen. Oliver Khan war ein Albtraum für die gegnerische Stürmer und ein wichtiger Faktor für den Erfolg des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. Oliver Khan wird für immer als der furchterregende Hüter des Tores in Erinnerung bleiben. Doch sein Einfluss reicht weit über die Fußballfelder hinaus. Er hat nicht nur Spiele gewonnen, sondern auch das Bild des Torwartspiels revolutioniert. Seine Geschichte ist eine Hymne an Hingabe,
Kampfgeist und den bleibenden Einfluss eines Sportlers. Das war's für heute, Leute. Was denkt ihr über Oliver Kahn? Welches war euer Lieblingsmoment? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keinen meiner verrückten Fußballgeschichten verpasst. Bis zum nächsten Mal.